Ich bestelle mir gleich einen Chai. Becky ist ja nicht da. Tarek und ich sind alleine. Ich kläre euch später mal auf, warum ich meinen Chai immer Atschik Olsun bestelle. Hat schon was zu bedeuten. Ist mir aufgefallen, dass viele das nicht wissen anscheinend. Ja, ich genieße jetzt ein bisschen. Ja, ist schon ein Unterschied, ob man sich einen Atschik Chai oder einen einfach nur Chai bestellt. Hallihallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Ich kläre euch mal heute über etwas sehr Wissenswertes auf, was euch vielleicht das Leben auch ein bisschen erleichtern kann, weil am Anfang, wenn ich das nämlich so getrunken habe, ist mir manchmal richtig schlecht geworden. Ja, das ist der Atschik Chai. Und ich bestelle immer Ike Chai, Bitane Atschik Olsun Lütfen. Ne? Also zwei Tee, ein bitte offen, sozusagen. Ne? Hört sich komisch an, oder? Ich dachte auch am Anfang, hä? Das Problem hier ist kein Problem. Ich sag mal, ob Restaurants, Gaststätten, manche auch zu Hause oder im Emlak-Büro oder so, überall wird ja Tee angeboten, auch in Geschäften. Die kommen ja nicht schon eine Stunde früher. Oder der Tee, man trinkt ihn abends, dann ist der natürlich schon ganz oft alt, besonders im Winter. Was viele falsch machen, damit es schnell geht, erstmal waschen die den Tee nicht ab. Ja, das machen auch sehr viele Deutsche, die waschen einfach den Tee nicht ab, das ist falsch. Man sollte den Tee vorher immer abwaschen mit kaltem Wasser. Dann, was hier aber viele machen, in Restaurants und so, die waschen den Tee ab, machen den rein, gießen Wasser drauf, meistens kaltes Wasser und stellen den auf dem Herd, die kleine Kanne oben, ne? Damit es schneller kocht, schneller heiß wird, schneller zieht, intensiver zieht. Ja, desto intensiver ist auch Tein drin, sage ich jetzt mal. Und desto stärker ist der. Und wenn der vorher nicht abgewaschen ist, Leute, das ist überhaupt nicht gesund. Manche setzen unten Wasser auf, habe ich auch eine Zeit lang so gemacht. Besonders in Deutschland, ich habe meinen Tee immer schon abgewaschen. Genauso wie den Reis. Den Reis habe ich schon immer abgewaschen. Auf deutschen Reis, türkischen Reis, das ist ganz egal. Schnuppe, Reis muss vorher abgewaschen werden. Genauso wie der Tee. Der muss vorher abgewaschen werden, der schwarze Tee. Die setzen unten Wasser auf, machen oben den abgewaschenen Tee rein und gießen dann das heiße Wasser drauf. Auch falsch. Man sollte den Tee abwaschen. Ich zum Beispiel benutze so ein Metallsieb, ja, was da oben reinkommt, weil ich habe keinen Bock, immer so ein Ding da zu benutzen. Oder es gibt solche, wo man reinsteckt in den Löchern, damit das kann man auch. Aber ich benutze lieber gerne den Sieb, weil ich sonst immer das ganze Zeug da drin habe. Ich setze Wasser auf, also erst spüle ich meinen Tee ab, tue den Filter rein in die Kanne, mache dann kaltes Wasser erstmal drauf, aber nur ein bisschen, ein Achtel, ein Viertel, also dass unten gerade so ein bisschen der Tee auch wie bedeckt ist, ja, dass man sieht. Dann setze ich Wasser auf, die Kanne steht ja drauf und der Dampf heizt das ja sowieso schon auf. Und wenn das so ungefähr nach einer halben Stunde, dann ist oben das Wasser schon ziemlich warm geworden, man wird sich wundern. Dann gieße ich erst das heiße Wasser drauf. Und deswegen, weil viele, weil die das schnell machen wollen, hier in Restaurants zum Beispiel, im Sommer ist immer viel los, ja, und dann ist der Tee schon immer leer. Jeder trinkt ja hier diesen Chai. Dann machen die Tee rein, ob die den vorher abwaschen, weiß ich nicht, die meisten schon, machen den Tee rein, machen kaltes Wasser rein, stellen den auf dem Herd oder auf dem Gasofen, was immer. Und damit es schneller kocht, schneller zieht, intensiver ist, damit die weniger Tee verbrauchen. Das Problem ist dabei, habe ich ja eben schon genannt, ist dieser Tein. Und am Anfang, wo wir hier waren, da waren so zwei, drei Lokale, wo ich dann, boah, ich sag, mir ist so schlecht nach dem Tee. Und das hat keine Rolle gespielt, ob ich vorher was gegessen habe oder nicht. Daran lag es nicht. Ich habe ja alle Varianten ausprobiert. Und dann sagt der Becky, ja Schatz, warum bestellen wir dir dann nicht überall direkt einen Atschik Chai? Ich dachte, was ist ein Atschik Chai, ja? Da waren wir kurz hier. Und dann sagt er, ich sage, Atschik heißt doch offen. Ja, sagt er, das ist leichter Tee.
Also dann machen die weniger Tee rein und mehr Wasser rein. Und so bestelle ich den jetzt immer, egal in welchen Restaurants und egal, ob mir da vorher nicht schlecht geworden ist oder so. Wenn euch der Tee hier zu stark ist oder ihr meint, unsere gute Freundin Anja macht das jetzt auch schon immer, ja, die, wenn die zum Beispiel hier sind und Tarik macht uns Tee, also ich setze den ja vorher auf, Tarik, sagt sie, aber Tarik, Atschik, Ulz und Lütfern, ne? Ja, und dann, Tarik weiß das ja, also die Männer, die trinken den meistens normal und wir bestellen unseren immer, wenn wir irgendwo hingehen, Atschik. Atschik, Ulz und sagen wir immer, das heißt halt wie ein leichter Tee, also offener Tee. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen mithelfen. Ich will ab und zu mal versuchen, jetzt euch etwas Wissenswerte rüberzubringen, wo ich merke, viele wissen das nicht. Wenn einem das nicht gesagt wird, weiß man das ja auch nicht. Ja? Und ich kenne schon ein paar, die dann gesagt haben, oh nee, ich trinke hier keinen Tee und mir wird schlecht davon. Oder manchmal, manchen sogar richtig schwindelig davon. Und ich trinke hier keinen Tee. Da ist irgendwas mit dem Tee. Und ich vertrage den Tee nicht. Nein, Leute, es liegt da dran an diesen Tein. Und die machen ja immer aus der Kleinkanne zuerst und gießen dann das heiße Wasser drüber. Und deswegen empfehle ich euch, denn wenn ihr denkt, ihr vertragt den Tee hier nicht oder euch wird schlecht. Ich sehe das so oft, ja, wenn die Leute dann, Urlauber, die Tasse, boah, heute ist der aber wieder stark, ne? Besonders morgens. Das ist, weil die den dann so aufgesetzt haben, kalte Wasser rein auf den Dings, damit schneller fertig wird. Und dann ist da halt so viel Extrem-Tein drin, ne? Und ganz oft wird einem wirklich schlecht davon. So, das wär's für heute. Ich hoffe wirklich, ich konnte euch so einen kleinen Tipp geben. Atschik Ulzun heißt das dann, ja? Und viel Spaß hier oben. Also ich habe euch am Anfang und mache es jetzt nochmal. Ich blende euch nochmal den Unterschied von den Tees ein. Man sieht es auch immer. Wir hatten letztes Mal auch einen Atschik Ulzun bestellt und beide Tees sahen gleich aus. Und ich sehe das ja. Da habe ich gesagt, nein, den möchte ich nicht. Ich habe Atschik Ulzun bestellt. So, dann bekomme ich halt einen neuen, weil ich weiß, mir wird sonst schlecht davon. Und manchmal sind die ja extrem stark. Und man sieht wirklich den Unterschied. So, jetzt aber einen super duper Tag wünsche ich euch. Heute ist bewölkt. Ich habe nochmal ein ganz spannendes Thema für euch, wo uns etliche, die hier schon länger wohnen, Einheimische erzählt haben, wo sich, ja, wo ganz komisch ist, aber wirklich komisch ist. Ja, alles klar. Ihr bleibt alle gesund. Bis denn, einen schönen Tag. Und einen schönen Wochenanfang. Ciao, ciao.